Moment, die drei großen Übel, also Diablo, Mephisto und Baal, um der Zerstörung standzuhalten, also um Baal standzuhalten. Der Herr der Zerstörung. Als Kind war sie krank, von ständigen Anfällen geplagt, aber Inarius hat sie geheilt. Als ich sie traf, war ich ein Sünder. Aber ihr Glaube zeigte mir, was ich sein könnte. Niemand ist besser dazu geeignet, uns zu führen. Er erhielt eine Prophezeiung: Licht durchdringt das Herz des Hasses. Er wusste, was das bedeutete. Es würde sein Schicksal sein, Lilith zu töten. Und wenn er das tut, wird er erlöst und erneut in die Himmel aufsteigen. Licht durchdringt das Herz des Hasses. Heißt nicht, dass es Lilith ist. Eigentlich müsste es Mephisto sein. Mephisto ist aber schon tot. Von dem her, also verbannt aus Sanctuario. Kann auch nicht mehr zurückkehren. Deswegen bekämpft man aktuell kleinere Übel und nicht die großen Übel. So, hierhin geht also, genau, Corvala. Nehmen wir den Dungeon mit? Oder den Dungeon? Ja, mal gucken. Wie gesagt, ich werde hier nicht stur die Hauptstory einfach nur folgen. Ich gucke mir die Welt auch an. Und ich denke, da gehören auch ein paar Dungeons dazu. So kleinere Dungeons wie am Anfang. Die sind nicht eingezeichnet, ne? Aber einfach irgendwo so eine versteckte Klappe. Na, die sind hier nicht eingezeichnet. Oder sie sind abseits der normalen Wege, damit eben nicht jeder einfach drüber stolpert, der stur seinen Wegmarkern folgt. Könnte auch sein. Gravitätisches Gespenst. Bestimmt. Ich bin schon neugierig auf Dungeon. Ah, komm, wir machen den einen. Ein schwarzer Asylum. Wir gucken uns mal einen Dungeon an. So, wir zwischendurch. Skelettbogenleiche. Also wir haben schon zwei gelbe Items gekriegt. Allein dafür lohnt es sich. Eine Sekunde schnell. Ja, nehme ich.
Stimmt, wir hatten zwischendurch kein Level-Up mehr, ne? Das heißt, die ganz lustige Fähigkeit, die haben wir noch gar nicht. Oder den ganz lustigen Skill. Der kommt dann gleich. Mit noch zwei Balken an Erfahrung und dann kriegen wir die. Irgendwie, ich weiß nicht, also entweder es laggt, weil ich über GeForce Now spiele oder das Spiel an sich laggt. Also, wenn ich einen Knopf dreimal drücken muss, um eine Fähigkeit zu aktivieren, ist das ein bisschen seltsam. Genau, die ist versiegelt. Einmal links. Yay, level up. Moment. So. Das war zu weit. Dahin. Und Niedertrampeln ist ein sehr, sehr lustiger Skill. Ein sehr, sehr mobiler Skill und den nehmen wir natürlich mit. Da sind noch mehr drin. Da sind Bogendings. Okay. Alles gar kein Problem. Aber Weltstufe 2 ist. Weiß nicht, eigentlich ist Weltstufe 2 zu niedrig. Ich würde das gerne hochstellen auf 3. Oder auf 2,5. Würde auch schon gehen. Zweihandwaffen. Ah, ich will kein Zweihandzeugs. Ich will. Eigentlich wäre eine schöne kleine Axt mal wieder fällig, ne? Moment, da ist was. Da ist was.
So, das war Siegel 1. Jetzt gehen wir zu. Ah, ne, nicht. Torwinde 1. Machen wir Torwinde 2. Mal gucken, ob wir hier aber durchlaufen können. Ja, kann man. Weiß nicht, was lohnt sich in den Dungeons denn am meisten? Ich denke, die speziellen Gegner lohnen sich, weil die, was weiß ich, blaue, gelbe Gegenstände fallen lassen, weil hier die normalen weißen Gegner, die lassen ja kaum was fallen. Nicht mal Gold, wie man gerade sieht. Ah, okay, hier müssen wir jetzt alle Gegner besiegen. Deswegen sind die markiert. Das war einen wunderschönen guten Morgen, Masterchen. Das war in Diablo 2 so die erste Quest, die Höhle des Bösen. Alle Gegner besiegen, es ist immer irgendein Gefallener oder ein Zombie in irgendeiner Ecke übergeblieben, den man übersehen hat. Hier sind die wenigstens auf der Karte markiert, aber wieso so viele? Na, Masterchen, rüstest du dein Necro einigermaßen aus? Na, bist du fleißig dabei? Töte alle Gegner auf der Ebene wirst du oft haben. Ja, ich bin jetzt in den ersten Random Dungeon rein und. Nö, da ist es. Die Gespenster, die können schon nerven, merke ich gerade. So, minus 1. Da ist ja was Spezielles. Zweihandwaffe. Ich will schon eine Zweihand. Ich will keine Zweihandwaffe. Ein Ring. Ah, Ring. Ja, Ring könnte gehen. Nagst. Ja, sicher bin ich dabei. Ich skill auch ein wenig um und weiter zu experimentieren und noch besser zu werden. Gestern nebenbei eine neue Viz angefangen. 2 Stunden entspannt, Level 35, T3 Prüfungs-Dungeons, Level 50 geschafft. Willst du mir damit was sagen? Ne? 2 Stunden? Willst du mir damit was sagen? Naja, 2 Jahre. Pullover des Nachbebens. Jede Erdsäule. Oh, cool. Ich spiele Feral. Egal. Mach mehr damit. Mach mehr Schaden. Mach. Zwei Hand. Ich wollte gerade sagen, mach noch mehr Schaden. Nee, 2 Handwaffe nehmen wir nicht.
Ja, schon klar. Aber ich finde es trotzdem krass, wie man in, Moment, was hast du geschrieben? 2 Stunden auf 35 und dann ganz entspannt auf 50. Ich habe gerade Sachen freigeschaltet. Und ich verstehe nicht was. Features der Klasse? Was? Das ist neu. Druide Geister. Moment, es gibt Klassenquests? Es gibt Klassenquests. Moment, wir machen ja mal den da besser. Nee, da Trampelfügen. Ja. Der Prüfungsdungeon ist Level 50, aber also haben sie mit 35 Mädchen den Dungeon über. Ja, logisch, ne? Ist Level 50, na klar macht man das in Level 35, ja wie denn sonst? Gar keine Frage. Würde ich auch so machen. Bestimmt. Kiste, fast die Kiste übersehen. Seltene Zweihandaxt. Tja, die bleibt selten. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Was ist eigentlich mit diesen Gegnern, die hier so random rein spawnen? Muss man die auch alle töten? Die sieht man gar nicht auf der Karte. Weil da hinten ist jetzt schon wieder was erschienen. Boah, das wird nervig. Müssen nicht, wenn die nicht markiert sind, möchten aber schon. Verstehe ich nicht. Ja, nur wenn sie einen Namen haben, ne? Wie in Diablo 2 auch. Das sind die das gute Zeug blocken. Hier sowas zum Beispiel. Schon hier hat es hinter mir gespawnt, wo ich schon durch war. Sauerei hier. Und da links habe ich auch ganz viel stehen lassen, sehe ich auf der Karte. Elite haben immer eine höhere Chance auf besserer Drop. Ja genau, das meine ich. Also werden die als es gibt ja unterschiedliche Kategorien. Es gibt Elite in dem Fall, es gibt Bosse, es gibt, keine Ahnung, Zwischenbosse, Minibosse, wie auch immer. Was gibt's noch? Also alle Gegner mit irgendwelchen Bonusfähigkeiten, die will man eh töten, oder? Weil das sind die das gute Zeug haben. Jetzt wird's eng. Moment.
Also da stimmt, da steht Elite dran. Okay. Gerade gesehen. Und das ist ein. Graunier Force ist auch ein Elite. Also ein Named Mob. Portal abgeschlossen, schwarzes Alü. Wieso Portal? Das war ein Dungeon. Wieso Portal? Drüsenbewegung. Affixe können auf Stiefel und Amulett angewendet werden. Bewegungsgeschwindigkeit, Abgrenzung, 10 Gänger. Benutzt diesen Gegenstand, um ein neues Rezept freizusetzen. Rezepte. Okay. Nehmen wir. Angriffe verringern die Abklingzeit von Entrinnen. Oder, nee, wir benutzen sie, wir brauchen nicht zwei. Wir nehmen die. Magischer Stab. Und das brauchen wir nicht. Und den Ring haben wir vorhin ausgetauscht. Okay. Gut. Moment, ich will eigentlich nur zum Ausgang dahin. Okay, Weltbosse und Überbosse habe ich noch keine gesehen. Ich bin gespannt, wie die sind. Hört gut zu. Ich habe nicht viel Zeit. Einer unserer Männer, Fürst Avitus, wurde in der alten Stadt unter dem Berg niedergestreckt. Wir haben seine Leiche zum Beinhaus gebracht, aber... Er erwachte und lechzte nach Blut. Nur ich konnte entkommen. Bitte, ihr müsst ihn töten.